krümel ihnen mal das Auto vor hier hinten, ne? Na klar. Machen die Leute in den Sozialstunden ja wieder sauber. Ja, easy peasy. Wow, 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 wow! Also wir waren dann dort an diesem Supermarkt, der Herr kam vorbei, ist ins Auto eingestiegen, was kam dann? Also warum standen sie letzten Endes an der Staatsbank? Okay, und dann, das ist dann quasi schon die Geschichte, oder haben sie noch was? Nee. Also grundsätzlich, ich habe halt gesehen, dass er sich gerade da konzentriert und bin halt rausgerannt und da standen ihre Kollegen. Dann kommen sie mal mit der her. Bin ich jetzt doch freigelassen, oder? Ja. Ja, Sir, Sir, okay. Was ist mit dem Geld, das mir gestohlen wurde? Geben Sie mal Ihre Nummer, dann hol ich sie zurück. Oder geben Sie mir Ihre Nummer. Geben Sie mir Ihre, ich gebe meine Nummer nicht raus. Dann soll ich nachher vorbeikommen, oder was? Aber wie Sie möchten, wenn die Leitstelle dann was mehr weiß als ich, können Sie das machen. Fucking Powers ist damit durchgekommen, ey. Und jetzt setzt er noch einen drauf. Entschuldigung, aber vorhin wurde ein Herr festgenommen, der mir Geld gestohlen hat. Und da ist meine Frage, ob ich das Geld vielleicht zurückbekommen könnte. Abgenommen? Ich hatte ja nichts. Da ist der Übeltäter. Du bist der Übeltäter, gib mir mein Geld zurück, verdammt nochmal. Der an mich langsam rangepirscht kommt. Ich denke, das ist ja ein neues Opfer wert, wirklich. Gib mir mein Geld zurück. Stopp, alle auseinander. Da fällt mir gerade was ein, der Kollege sagte vorhin, man hatte ihm Geld abgenommen, ja? Der hat mir 2000 Dollar gestohlen, ja. Was? Aus dem Handschuhfach meines Autos. Das war für die Melanomentfernung meiner Oma. Wieso drückt mir Laser schon wieder ins Ohr, wenn ich hier vorbeilaufe? Ja. Entschuldigung. Okay, nehme ich an. Das habe ich nicht. Ich habe ihm kein Geld entwendet. Habe ich nicht. Wie bitte? Ja, wie bitte? Was? Wie bitte? Jetzt willst du dich da auch noch rausreden, oder was? Ich kenne sie nicht. Ich war noch nie in ihrem Auto. Du stiehlst einer armen alten Oma das Geld. Meiner Oma. Also erst deiner Oma. Ja, das sind Behandlungskosten für die Melanomentfernung. Weißt du was? Würde die endlich mal bald sterben, hättest du das Problem nicht. Sie lassen ihn einfach so ziehen? Nein, Kollege kümmert sich drum, Moment. Wir hatten jetzt nicht in die Brieftasche von dem Herrn geschaut. Das Problem ist, dass der Herr was komplett anderes aussagt. Eine komplett andere Geschichte, als die Sie uns erzählt haben. Ja, aber das Problem ist halt leider, ich habe mit dem Taxifahrer auch gesprochen, dass der Herr wohl schon bekannt ist für solche Dinge. Ja, dann kann mich also jemand um mein teuer verdientes Geld bringen und ich kann hinterher nichts mehr dagegen machen. Und so geht's ihm auch. Er ist stadtbekannt, jeder könnte ihm alles in die Schuhe schieben. Wenn wir das so machen, wird er ständig einfach nur auf den Sack kriegen, obwohl er es nicht mal war. Er saß zusammengekauert unten hinterm Schreibtisch und war total ängstlich, weil, ja. Was für eine Scheiße! Ich sag mal wegen ihm. Der ist ja komplett gestört! Das auch? Ähnliches hat er über sie gesagt. Ich habe gesagt, dass leider die Wahrheit nie ans Licht kommen wird und dass wir uns hier noch, was weiß ich, wie lange die Köpfe einschlagen. Aber wissen Sie was? Ich habe Besseres zu tun. Meinen 25. Geburtstag feiern. Hm. Und dieser stellt ihre Omi ziemlich in den Schatten. Da können wir leider nichts machen. Hm. Laser, ich will mein Geld. Ach du Scheiße, kümmern Sie sich um den. Der passt doch eher zu Ihr Auto vom Aussehen her. Klappen Sie sich, Herrn Laser. Das ist ganz Ihre. Komm her, du Schweinepriester! Komm du mir nicht hinterher, du nicht Schweinepriester! Bleib verdammt nochmal stehen! Verschwinde! Jetzt kommt es wohl zum Showdown auf einem Dach in Los Santos. So wie es das Schicksal will. Gib mir die Kohle, Bitch. Weißt du, das waren zwei Automaten. Und durch deine Scheißaktion, weil du nicht auf mich gehört hast, auf meinen Plan, der besagt hat, dass du im Auto wartest, ist die ganze Scheiße schiefgegangen. Und dann? Und dann höre ich noch, dass du mich verpfeifst? Du 31er Pussy, du bekommst keinen Cent. Was denn für Verpfeifen, du dämlicher Mistkerl? Ich habe gehört, wie du gesagt hast, dass ich drinne bin. Aussage gegen Aussage, du Dämlack. Die haben dir überhaupt nichts gekonnt. Wenn ich nichts gesagt hätte, wenn ich mit dir da gestanden wäre, wären wir beide hops genommen worden und hätten definitiv eine Knaststrafe absitzen müssen. So habe ich Aussage gegen Aussage ausgespielt, Mann. Aber weißt du, vielleicht wäre es gar nicht dazu gekommen, wenn du einfach in deinem verfickten Auto geblieben wärst und nicht nach irgendwelchen Jellybeans oder irgendwas anderem gefragt hättest. Wo ist die Kohle? In meinen Taschen. Dann gib mir mein Geld. So wie es aussieht, verlässt nur einer in seinem Bewusstsein diese Stache oder nicht. Oder du erkennst mein Genie, dass ich den Plan gut durchgeführt habe und gibst mir meinen Anteil einfach so. Also entweder du gibst mir jetzt die Hälfte der Kohle wie abgemacht, nachdem der Plan funktioniert hat. Ja. Oder du lernst mich kennen. Ich glaube, Option B ist notwendig, damit wir das nächste große Ding drehen können oder nicht. Ja? Kennenlernen. Aha, und wo willst du essen gehen? Am besten hier auf dem Dach. Was gibt's denn?
Fäuste. Komm her! Ja. Bist du bereit? Bist du dir wirklich sicher? Ja. Ich bin vorbereitet, nicht nochmal. Ich habe deine Schwächen das letzte Mal analysiert und bin vorbereitet. Ja. Nichts kannst du, hä? Du das kann ich nicht! Hier, das ausgewichen! Wirst du erst zack, mal zack. Sehen! Bam. Ja. In die Schnauze, Konterhaken! Sensei! Batsch! Du! Oh. Hör auf, so rumzurennen wie eine Posse! Na, reicht schon? Reicht noch nicht. Ja. Du verdammte Posse, komm her! Willst du weitermachen? Los Santos hätte was Großes werden können. Wirklich. Du hättest mein neuer Partner sein können. Aber du musst es ja vergeigen. Du musst es ja einfach nur vergeigen. Die 31er-Karte ziehen. Du lernst es einfach nicht, ne? Ich lerne es nicht? Wie weißt du, lernst du es nicht? Du kannst mein Genie einfach nicht erkennen. Du kannst mein Genie nicht erkennen, denn ich werde immer über dir stehen. Ich bin dann höchstens dein Meister und nicht andersrum. Aha. Wie gesagt, wir haben die Kohle. Und du warst nicht im Knast. Ich streich die Kohle ein, als Wiedergutmachung für das, was du gedroppt hast, Boy. Was für eine Wiedergutmachung, du Idiot? Ich hab dich da aus dem Knast geholt. Du das möchtest mir eigentlich so dankbar sein, du gedreht. Bastard. Du bist einfach nur glücklich darüber, dass es sich so gedreht hat, wie du es jetzt so für dich als, sagen wir mal, vorteilhaft erachtest. Durch deinen Kopf läuft nur Haarspray. Einfach nur Haarspray. Ja! 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 Endlich! Ja, ja. Ja. Eat this, bitch. Geil. Oh, einfach er, einfach ich. Los Santos! Mein Name wird irgendwann durch die ganze Stadt heilen. Johnny! Johnny! Und jetzt haben wir den Medic. Hallo LSFD, hier gerade auf dem Dach neben dem Polizeihaku hat ein epischer Kampf zwischen zwei Gaunern stattgefunden und ich bräuchte jetzt mal einen Heli oder sowas, der ihn hier ein bisschen versorgen könnte. Wollen wir mal das Riechsalz unterhalten? So, den einatmen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Fuck. Was ist denn passiert? Also, wir haben eine ganz schöne... Meine Braue. Wir haben einen ganz schönen Cut über den linken Auge. Fuck! Wieso sind sie überhaupt hier oben? Keine Ahnung. Kennen Sie das keine nicht Ahnung. Zwischen Batman und dem Joker? Eine epische Kampfszene auf dem Dach. Okay. Soll ich noch von Herrn Laser ausrichten, dass Sie sich bei Ihnen melden sollen? Oh, das werde ich, das werde ich. Hallo? Hey JJ! Hi! Was ist hier? Warum bist du unbekannt? Nö, einfach so. Sag mal, kannst du mir eben mal die Nummer von Laser durchgeben? Ja, ich hab aber er hat mir seine Nummer nicht gegeben. Kann ich machen. Oh fuck, da fährt gerade ein Gefängnisbus Richtung Davis. Oi. Ich schick dir die mal. Okay, schick mir die mal. Jo, also dann tschüss. Danke, ciao. Ja? Das wird der... Das wird ein Nachspiel haben, Laser. Nein! Wird es nicht! Wird ich es. Bin gespannt! Trau dich doch! Ich kann viel gefährlicher. Ja? Immer noch im Gespräch? Nein. Leg los. Laser! Was? Ich hab dir gesagt, das wird noch ein Nachspiel haben. Warst du das mit dem Auto? Welches Auto? Der GT Classic. Achso, der schwarze mit dem Holzinlay? Ja. Ja, das war ich. Du dummer Scheißkerl, weißt du was, das mir einfach, das hat mich an Nerven gekostet, diesen verfickten Benzinkanister da hinzubringen und die Kackkarre, nachdem ich sie stundenlang nach stundenlang suchen, wiedergefunden hab. Was glaubst du, fällt dir eigentlich bei dieser Scheiße ein? Was machst du da? Willst du es wirklich wissen? Schieß los, sonst tue ich es dir in den Kopf. Oh, und du willst mir in den Kopf schießen? Vielleicht. Dann wirst du niemals erfahren, wo dein Plüschelefant ist. Was? Nein! Hast du schon mal ins Handschuhfach geschaut? Was ein Plüschelefant? Ganz kurz, damit ich mir Bescheid weiß. Ja, der Plüschelefant, der im Handschuhfach lag. Wirklich? Der gehört nicht mir. Ja, dann ist er jemandem anders ganz wichtig, der
in deinem Auto saß. Okay, dann machen wir das so. Nein! Scheiße! Fuck! Ich hab dir gesagt, das Ganze hat noch ein Nachspiel. Was willst du? Ich will nur das, was mir zusteht. 2.500 Dollar und eine rote Jellybean. Weißt du was? Was? Hol sie jedoch. Aber so von mir aus gesehen, kannst du dich gerne in den Superschurken-Arsch ficken. Ja? Herr Laser. Wer ist da? Die Entführer. Die den kleinen Elefanten eine Waffe an den Kopf halten. Wirklich? Ja. Wir wollen, dass unser Boss das bekommt, was ihm zusteht. Die 2500 mit dem Jellybean? Was denn für ein Jellybean? Er hat uns nur gesagt, er soll das bekommen, was ihm zusteht. Okay. Wo sind sie? Oh, da, wo ich gerne am meisten chille. Oh ja. Stadtstrand? Nein, nicht. Jetzt zur... Ich meine, wir haben dunkel. So, what? Komm mal klar, Alter. Keine Ahnung. Stadtpark. Im Stadtpark? Im Stadtpark. Wir werden einen Fahrer vorbeischicken. Natürlich. Aber warum soll ich denn einsteigen, hä? Erklären Sie mal. Oh ja, der Elefant. Ja, der Elefant. Ich werde einsteigen. Genau, alles klar. Wie lange braucht das? Dann kann ich mir vielleicht noch was zu trinken holen. Ja, etwa 2 Minuten, denke ich. Okay, gut. Ja, okay. Passt schon. Bis gleich. Dann bis gleich. Bis gleich.